Tja, hallo meine Lieben, heute mal mein Geheimtipp des Tages zu einem Smoothie, der es in sich hat. Der Eiweiß drin hat, alle wichtigen Spurenelemente etc. etc. und auch noch vegetarisch ist. Und wenn du den morgens einmal trinkst und abends einmal trinkst, dann würden sich wahre Wunder in dir vollziehen. Ja, hallo, dieser Smoothie hier, dieser Green Smoothie, wo du in München, wenn du den Smoothie to go irgendwo dir bei so einer Saftbar oder bei Dean und David mitnimmst, zahlst du zwischen 4 und 5 Euro. Und wie du dir den hier, ja, wenn du ihn dir selber machst, kannst du theoretisch auch, wenn du im Büro bist, ja, mittags dir selber machen. Du brauchst nur einen kleinen Mixer, der kostet dich einmal 10 Euro. Ansonsten kannst du dir den hier für, sagen wir mal, 10 bis 20 Cent selber machen. Und der schmeckt einfach lecker. Und der Hintergrund ist der, dass du dir nicht nur einen Haufen Kohle sparst dabei, sondern auch, ja, wenn du zum Beispiel den Smoothie hier trinkst, anstelle irgendwas anderes zu frühstücken, ja, irgendwelche harten, schweren Sachen, ja, wie Eier oder Schinken, oder irgendwelche süßen Sachen, viel zu viel Zucker dann im Blut hast. Und dich wunderst, dass du dann sozusagen nach zwei Stunden schon wieder müde bist. Oder wenn du zum Beispiel mittags, ich weiß es noch, wie das damals war, immer diese Mittagsmenüs, ja, in den ganzen Office-Zentren, wo du dann für 6 Euro irgendwelchen Schnitzel bekommst und so weiter. Und dann erstmal 2 Stunden danach erstmal schauen musst, dass du dich quasi wieder, dass du dich wach hältst, ja, mit extra Portionen Kaffee, starken Kaffee. Wenn du dir aber jetzt so einen Smoothie einfach mittags machst, sparst du dir erstens mal Zeit, einen Haufen Zeit mittags. Das brauchst meistens eine Viertelstunde, dann bist du wieder am Schreibtisch, ja. Und zweitens kannst du sofort weitermachen, ja. Du hast überhaupt keinen Downturn, ja. Du hast keine Verdauungsphase, wo dein ganzer Körper dir die komplette Energie wegzieht, nur um das Schnitzel vom Mittags zu verdauen, von diesen Mittagsmenüs, die es da überall gibt, ja. Am besten schon vorgekocht und dann schon noch quasi mit altem Fett dran, am besten noch und so weiter. Es gibt ganz tolle Mittagsmenüs da draußen, die wirklich köstlich sind auch, ja. Es gibt auch bessere Kantinen und weniger gute Kantinen, aber Fakt ist, dich zieht das Mittagessen runter, ja. Ob es dir jetzt so bewusst ist oder nicht, du verlierst unheimlich viel Zeit und du verlierst unheimlich viel Geld. So ein Smoothie kostet dich 20 Cent. Und hält dich absolut über Wasser für, ja, den ganzen Tag eigentlich, wenn du morgens einen machst, mittags einen machst. Du kannst auch unterschiedliche Smoothies machen, dann wird es nicht so eintönig. Egal. Dieser Smoothie hier ist absolut, hat alles, was du brauchst, um, sagen wir mal, für 5 Stunden fit zu sein, leistungsfähig zu sein. Und was da jetzt genau für Ingredients, also für Zutaten drin sind, das zeige ich dir jetzt im nächsten Video hier. In diesem Video, in der nächsten Sequenz, also bleib dran und dann besprechen wir das jetzt gleich. Bis gleich, tschüss. Tja, hallo meine Lieben, heute mal mein Geheimtipp des Tages zu einem Smoothie, der es in sich hat. Der Eiweiß drin hat, alle wichtigen Spurenelemente etc. etc. und auch noch vegetarisch ist. Und wenn du den morgens einmal trinkst und abends einmal trinkst, dann würden sich wahre Wunder in dir vollziehen. Also deine Leistungsfähigkeit wird sich steigern. Also wie wenn du morgens zum Beispiel, wie ich es früher auch immer gemacht habe, stark, also Eier mit Eggs and Bacon isst, ja, Eier mit Speck und Toastbrot und all dieses wirklich Butter drauf, Fett. Das zieht dich dann quasi nach 2 Stunden schon wieder runter. Du bist gerade mal aufgestanden, ja. Und wenn du so ein Smoothie hier nimmst, hat sich das erledigt. Du bist einfach fit für den Rest des Tages und abends kannst du super schlafen, ja.
Also du hast hier, wir haben hier Jungspinat, alles gewaschen, super beim Rewe für 1,60. Eine riesige Packung hier. Davon machst du quasi über eine Woche lang machst du dann deine Smoothies. Meistens schmeiße ich dann sowieso wieder was weg, weil ich so viel gar nicht für mein Smoothie als Single benötige, als dass ich da. Ja, also der Spinat ist super günstig. Ja, dann hier die Banane, ja, kriegst du für 10 Cent oder was, eine Bio-Banane für 20 Cent, ja. Also, wir haben hier Jungspinat, so eine gute Handvoll Jungspinat, nicht zu viel, weil sonst wird der Smoothie einfach zu dickflüssig und dann kriegst du ihn nicht runter, ja. Dann haben wir hier eine halbe Banane, je nachdem, wie süß du das Ganze machen willst, denn die Banane gibt uns natürlich den Zucker, ja, dass du das Ganze ohne den Mund komplett verziehen zu müssen auch trinken kannst, ja. Dann hier, das gibt uns sozusagen das nötige Öl rein, also das Avocadoöl, eins der gesündesten Öle und Fette überhaupt und hat auch Eiweiß und alles, was du brauchst, ja, super gesund. Dann haben wir hier das, was so ein bisschen aussieht wie eine Milch, wo du ein bisschen Sand reingegeben hast, ja. Nee, da ist kein Sand oder keine Kieselerde drin, ja. Sieht auch aus wie Kieselerde aufgelöste. Das ist in der Tat eine, so siehst du hier vorne schon, Mandelmilch. Kostet ungefähr 2 bis 3 € ein Liter. Reicht dir die ganze Woche. Also das Zeug ist zwar jetzt so ein Liter Mandelmilch ist vielleicht jetzt etwas teurer wie die 59 Cent von Kuhmilch, ja. Aber da kannst du die ganze Woche lang hinmachen. Also ist überhaupt kein Ding, ja. Äpfel habe ich jetzt nur die aus meinem Garten da liegen. Die können jetzt hier nicht rein. Kannst aber auch dazu machen nach Belieben. Ja, dann hast du da ein bisschen mehr Säure drin und so weiter. Du kannst natürlich auch, was ich jetzt nicht da habe, eine Zitrone reinträufeln. Das gibt dann auch nochmal einen säuerlichen Geschmack, je nachdem, ob du das magst oder nicht. Und dann kannst du natürlich auch noch einen Esslöffel Olivenöl reintun. Das ist natürlich auch frei. Nach Belieben. Und das Ganze tust du dann hier in den Mixer rein. Und da habe ich so einen Mixer für 15 € oder was. Ja, der reicht mir völlig aus für diese Geschichten, für diese Smoothies. Natürlich, wenn du jetzt Karottensäfte oder sowas machen willst, dann brauchst du schon einen richtigen Entsafter und der geht dann schon wirklich ins Geld. Aber für solche Smoothies, die so Energy Drinks sozusagen, die dir alle Spurenelemente geben, die dir Eiweiß geben, die dir Kohlenhydrate geben, die dir Energie geben, die dir den nötigen Fruchtzucker geben, dass du einfach dieses ganze süße Zeug, dieses ganze fette Zeug, dieses ganze schwere Zeug, ja, wie Eggs und Bacon, also wie es halt einfach in der Kultur, in der westlichen Kultur einfach auch so wirklich stark ist. In Deutschland haben wir ja weniger diese Eggs und Bacon-Kultur. Wie jetzt zum Beispiel, also wir haben diese wahnsinnige Müsli-Kultur, ja. Und so ein Müsli ist natürlich auch was Feines, esse ich auch ab und zu. Aber da hängt es auch wieder davon ab, was du da alles drin hast und wie viel du isst, ja. Denn viele essen so einen riesigen Eimer voller Müsli morgens und der zieht dich dann auch relativ schnell wieder runter, weil das Zeug muss einfach verdaut werden, ja. Und dieses typische Weißbrot, Toastbrot mit Honig, Fett und Butter und Marmelade und all das, wo ich auch aufgewachsen bin mit dem ganzen Zeug. Ne? Bei uns zu Hause, da gab es sogar teilweise Kuchen morgens. Ja? Also dieses ganze Überzucker, also du hast dann zu viel Zucker im Blut und der zieht dich auch wieder runter, nämlich weil du einfach dein Blut überzuckert ist. Ja? Und das macht dich einfach müde. Ja? Ganz einfach. Ja, das war's. Und wenn du morgens zum Beispiel gar nicht auskommst, gar nichts zu essen, oder nicht damit auskommst, gar nichts zu essen, was auch sehr vorteilhaft sein kann, weil du dann einfach so eine natürliche Fastenphase hast bis zur Mittagspause, dann hast du quasi deine Zellen können sich viel besser erneuern, wenn du ab 12 Stunden, also ab der 12. Stunde, wo du nichts isst, ja, erneuern sich deine ganzen Zellen. Also es ist quasi eine automatische Verjüngungskur, die wir in unserem körperlichen System haben, ja. Und wenn du es nicht durchhältst, dann hol dir so einen Smoothie, weil das ist letztendlich die beste Lösung, die beste Zwischenlösung. Diejenigen, die sagen, morgens nichts zu frühstücken ist ungesund, die sollten sich mal ein bisschen informieren, denn ich habe früher auch mal so gedacht und ist eigentlich genau das Gegenteil. Okay, also das soll es gewesen sein für heute.
dieser Smoothie, ich werde mir jetzt die ganzen Zutaten da reinhauen hier in diesen Mixer und dann zu Gemüte führen. Du kannst es zweimal, dreimal am Tag zu dir nehmen. Du kannst auch unterschiedliche Smoothies natürlich machen. Aber dieser Smoothie hier ist natürlich eine optimale Mischung aus Gemüse, Obst, ja, und die nötigen Öle, die du brauchst, ja, um natürlich auch die Vitamine verwerten zu können, denn ohne die nötigen Öle, also am besten noch ein bisschen Olivenöl dabei und auch Mandelmilch, die sehr gesund ist. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich aufs nächste Video. Tschüss.